Hallo, einen wunderschönen Freitagabend wünsche ich. Hier sind wieder die Berichte aus aller Welt, die Honigmann-Nachrichten vom 20. November 2015 mit der Nummer 729. Bristol, Europa. Frühe Kooperation. Unsere Vorfahren haben schon vor mehr als 9000 Jahren Bienenwachs und Honig gesammelt und genutzt. Sehr viel früher als bisher gedacht. Das belegten Analysen von Wachsresten in mehr als 6000 Gefäßscherben aus ganz Europa. Die enge Assoziation der Steinzeitmenschen mit den Bienen breitete sich dabei mit den ersten Bauern von Anatolien über den Balkan bis nach Mitteleuropa aus, wo die Forscher im Fachmagazin Nature berichteten. Ob unsere Vorfahren allerdings Opportunisten waren, die einfach nur das Wachs wildlebender Bienen sammelten, oder ob sie die Honigbienen schon gezielt kultivierten und in Bienenstöcken hielten, ist noch nicht bekannt. Ja, das weiß vielleicht der Honigmann. St. Louis. Wie kürzlich bekannt wurde, soll Monsanto seit 40 Jahren um die krebserzeugende Wirkung seines Bestsellers Roundup und dessen Wirkstoff Glyphosat gewusst haben. Diese und weitere Anschuldigungen erhebt eine Studie amerikanischer Wissenschaftler. Sie werteten bisher unter Verschluss gehaltene Daten von Monsanto aus den 1970er und 80er Jahren aus. Aus der Veröffentlichung geht hervor, dass Monsanto seine eigenen Studien zu Glyphosat gefälscht hat. Was anderes haben wir auch gar nicht erwartet. Laut den Autoren hat der Konzern gezielt signifikante Hinweise auf Tumore vertuscht. Schon klar. Wenn das stimmt, dann hat Glyphosat seine Erstzulassung auf Basis verfälschter Studien erhalten. Wie so manch andere Studie in der kompletten Industrie, Pharma, vor allem Pharmaindustrie auch. Weltfinanzsystem. Ob Afrika, Europa, Asien, Nordamerika, überall scheinen sich die Regierungen einig zu sein, dass Bargeld unbedingt abgeschafft werden muss. Natürlich vertreten sie damit nicht die Interessen der Bürger, sondern von Banken, Marketingunternehmen, Versicherungen und Geheimdiensten. Der Krieg gegen das Bargeld macht enorme Fortschritte überall. Allen voran Skandinavien. Schweden war das erste Land, das seine Bürger für dieses Finanzexperiment gewinnen konnte. Na, ob sie die Bürger damit gewinnen konnten, ist die Frage. Sie haben es einfach gemacht. Negative Zinsen in Kombination mit bargeldloser Gesellschaft. Credit Suisse berichtete, egal wo man etwas kaufen möchte, überall hängt ein Schild mit der Aufschrift, wir nehmen kein Bargeld an. Ob für Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt, Bier in einer Bar, selbst kleinste Einkäufe werden digital abgewickelt. Sogar Obdachlose verkaufen ihre Straßenzeitungen mit Hilfe eines mobilen Kartenlesers. Schöne neue Welt. Washington, Paris, IS, Russland. Nach der Terrorwelle in Paris sicherte Frankreichs Präsident Hollande der Welt eine große Koalition mit Russland und den USA gegen den IS zu. Die Antwort aus dem Pentagon ließ aber nicht lange auf sich warten. Die Vereinigten Staaten planen keine Koordinierung mit den Russen, wie ein Pentagon-Sprecher am Mittwoch mitteilte. Ja, wer sie installiert hat, kann natürlich nicht mitspielen, schon klar. VSA, ISIS. Der ehemalige CIA-Doppelagent innerhalb von Al-Qaida und Buchautor des Buches Agent Storm. Storm geht davon aus, dass ein mit den Anschlägen von Paris vergleichbarer Angriff innerhalb der nächsten zwei Wochen in den VSA geschehen wird. Auf die Frage, warum er sich zeitlich so konkret festlegt, sagte Storm, die Leute von ISIS, die in Europa auf der Flucht sind, sind sehr verzweifelt. Sie wissen, dass die Zeit abgelaufen ist. Sie wissen, dass sie so viel Schaden wie möglich anrichten müssen und daher glaube ich, dass wir innerhalb der nächsten zwei Wochen die Eröffnung eines zweiten Kriegsschauplatzes erleben werden. Washington, VSA, Welt. Das neue vom VS-Verteidigungsministerium herausgegebene Handbuch zum Kriegsrecht ist eher eine Anleitung zum Brechen des Völkerrechts und der VS-Gesetze und zum Begehen von Kriegsverbrechen. Das im Juni 2015 vorgelegte 1165-seitige Dokument
das erst kürzlich online gestellt wurde, entspricht nicht dem geltenden Recht, zeigt aber, wie das Pentagon damit umgeht. Bitte selber weiterlesen unter Nummer 6. Tixla, Mexiko. Im südamerikanischen Bundesstaat Guerrero kam es erneut zum gewalttätigen Zusammenstoß zwischen Polizei und Studierenden der Universität Raúl Isidro Burgos. Dabei wurden 13 Jugendliche festgenommen und 20 teils schwer verletzt. Honduras. Die honduranischen Behörden haben Dienstagabend 5 Syrer auf dem internationalen Flughafen Tegucigalpa in der Hauptstadt Tegucigalpa festgenommen. Bereits Sonntag war ein weiterer Syrer, ebenfalls gestohlener griechischer Pass, der nach Honduras reisen wollte, in Paraguay auf einem Flughafen festgenommen worden. Der Geheimdienst prüft, ob die Männer einen terroristischen Anschlag auf VS-Territorium planten. Laut Polizeisprecher Baca hatten die Männer ihre Reisepässe in Athen gestohlen und mit ihrer Identität versehen. Ja, da sind sie Weltmeister. Nur wenn ein Deutscher hier ins Flugzeug steigt, der wird behandelt wie ein Terrorist. Das ist der Hammer an sich. IS-Russland, VSA. Trotz den VSA konnte der IS bis zum Beginn der russischen Luftschläge Ende September sein Territorium vergrößern. Dies änderte sich erst in jüngster Zeit. Seit dem Beginn der russischen Angriffe konnten syrische Armee und andere Gegner des IS Terrain zurückerobern. Der IS habe in den zurückliegenden Monaten ein Viertel seines Territoriums verloren. Jemen, New York. Wegen der Kämpfe im Jemen sind nach UNO-Angaben mehr als 1,5 Million Kleinkinder von einer schweren Unterernährung bedroht. Bei mehr als 500.000 Kindern unter 5 Jahren im Jemen bestehe das Risiko einer lebensbedrohlichen Unterernährung. Die Unterernährung bedeutet, dass die Kinder nicht ihre volle Körpergröße erreichen, aber auch, dass ihre kognitiven Fähigkeiten betroffen sind, was eine Last für die gesamte Gesellschaft ist, sagte der UNICEF-Chef Lake am Dienstag. Ja, es ist ja alles so gewollt. Vielen Dank an die VSA. China, IS. Der chinesische Ministerpräsident Li Keqiang hat die Tötung des chinesischen Staatsbürgers durch die Terrormiliz Islamischer Staat aufs Schärfste verurteilt. Li sagte am Donnerstag, die Sicherheit chinesischer Bürger in Übersee sei der chinesischen Regierung sehr wichtig. Die Volksrepublik werde die Schutzmaßnahmen für seine Bürger im Ausland ausbauen, so der Ministerpräsident weiter. China, Keo. Der chinesische Staatspräsident Xi Jinping drängte am Mittwoch auf die beteiligten Parteien zu, die Errichtung einer Freihandelszone im Raum Asien-Pazifik zu beschleunigen und die regionale Wirtschaftsintegration zu fördern. Xi brachte diesen Vorschlag beim CEO-Gipfel der APEC vor, wies aber darauf hin, dass die ständige Entwicklung neuer regionaler Freihandelsabkommen auch Anlass zur Sorge über eine Fragmentierung gebe. Moskau, Tokio. Ein offizieller Sprecher der japanischen Regierung hat informiert, dass es Fortschritte in den Gesprächen zwischen Russland und Japan zu Fragen der Wirtschaft, Kultur und Sicherheit gäbe. Weiterhin wird informiert, dass der japanische Premierminister bereit ist, mit dem russischen Präsidenten die begonnenen Gespräche fortzusetzen. Informiert wurde, dass die Zusammenarbeit von russischen und japanischen Firmen sich intensiviert habe, die allgemeine Atmosphäre zwischen beiden Staaten zu vielen Fragen der Zusammenarbeit habe sich verbessert. Der Vertreter des japanischen Außenministeriums informierte über ein offenes Gespräch zwischen dem japanischen Premierminister und dem russischen Präsidenten während des G20-Gipfels. Das betraf auch territoriale Fragen. Beide Seiten kamen überein, eine für Japan und Russland akzeptable Lösung zu finden. Russland, Frankreich, IS. Nachdem sich der Verdacht bestätigt hat, dass der Absturz eines russischen Airbus ein Terroranschlag war, hat Russland Vergeltung angekündigt. Alleine wird Moskau den Kampf gegen den Islamischen Staat aber nicht gewinnen können. Der Politologe Boft forderte trotz bestehender Kontroversen internationale Allianzen.
Die französische Anschlagsserie stellte Russland und den Westen vor eine unausweichliche Tatsache. Wir haben einen gemeinsamen Feind, den internationalen Terrorismus, verkörpert vor allem durch den IS. Und der muss mit vereinten Kräften geschlagen werden, wozu alle herrschenden Gegensätze, zeitweise zumindest als zweitrangig, ja drittrangig zu betrachten sind. Moskau, Russland. Der russische Premierminister Medvedev hat für alle staatlichen Organe ein Verbot der Nutzung ausländischer PC-Programme ausgesprochen. Ab sofort dürfen keinerlei ausländische Computerprogramme für staatliche Strukturelemente mehr genutzt werden. Ja, dann beugt man nicht schön der Spionage ein bisschen vor. Das Nutzungsverbot trifft nicht zu, wenn es in Russland keine programmtechnische Alternative gibt. Das zuständige Ministerium für Nachrichten und Kommunikation hat begonnen, eine entsprechende Weisung zu erarbeiten, um den Erlass des russischen Premierministers umzusetzen. Ziel ist, den russischen Markt zu schützen und die eigene nationale Wirtschaft zu entwickeln und die Einzelhändler zu unterstützen. Das würde, glaube ich, hier nur Frau Merkel nicht einfallen, in diese Richtung mal zu denken, geschweige denn noch zu denken, meine ich. Kiew, Donbass. Poroschenko hat den Militärs erlaubt, im Donbass zu töten. Ich habe den deutlichen Befehl gegeben, wenn Gefahr entsteht und Bedrohung des Lebens der ukrainischen Militärs entsteht, sind sie berechtigt, das Antwortfeuer zu eröffnen, sagte Poroschenko in einem seiner letzten Interviews, unter Bezugnahme auf die Eskalation der Situation im Osten und die wachsende Zahl des Beschusses. Aber der Präsident der Ukraine hat nicht berichtet, welche der Seiten des Konflikts verantwortlich für diesen Beschuss ist. Das sind einfach nur kranke Hirne. Herr Poroschenko, ganz dicht scheinen Sie nicht zu sein. Ukraine, London. Großbritannien wird der Ukraine nicht letale militärische Ausrüstungen für die Winterzeit im Gesamtwert von rund 1 Million Pfund Sterling zur Verfügung stellen, wie der britische Verteidigungsminister Fallon gestern mitteilte. Die Hilfslieferung soll unter anderem 170 Heizgeräte und 600 Sätze Winterbekleidung umfassen. Srpska EU. Milorad Dodik, Präsident der Republika Srpska, einer der beiden Verwaltungseinheiten in Bosnien und Herzegowina, sagte gegenüber Sputnik Serbia, dass eine EU-Mitgliedschaft möglicherweise nicht der beste Weg für Bosnien und Herzegowina sei. Sehr gut. Die Schweiz befindet sich im Herzen Europas und gehe mit ihrer Eigenständigkeit ebenfalls einen guten Weg. Das Europa der Regionen und offenen Grenzen ist eine Lüge, sagte er weiter und erklärte, es gebe keine einzige Reform auf dem Weg Bosnien-Herzegowinas in die EU ohne die Abgabe von Befugnissen. Tja, dann werden sie wohl schlechte Karten haben mit ihrer EU.